Ja dann, auf zur nächsten Folge 425 und seid gegrüßt, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Weiter geht es wieder mit einer neuen Folge. Ne? Roland diesmal in Uga und ich versuchte da irgendwie reinzuschleichen, ging aber nicht. Dann habe ich es erstmal durchs Nordtor versucht, ging auch nicht, da wurde ich nur angegriffen und jetzt bin ich vom Südtor gekommen, da werde ich auch angegriffen und Moment, bevor ich es vergesse, natürlich ganz wichtig, damit meine Pfeilchen richtig gut bouncen, erstmal hier wieder einen Giftpfeil nehmen. Ja, hahaha. Und erstmal gucken, wer hier wo da ist, weil das wird so sein, dass wieder irgendwie ein Warnaufruf kommt. Also wie ich das sehe, werde ich wohl hier, wie spät haben wir es denn? 1.35 Uhr, okay, es ist ja noch nachts. So wie ich das sehe, werde ich hier sowieso von allen Seiten angegriffen und da muss ich halt eben im Alleingang die ganze Sache erledigen, um an den Schlüssel zu kommen. Da ist zum Beispiel schon einer, der mich getroffen hat. So etwas Belangloses ist aber auch. Okay, jetzt kommt... Ah, da war ich wieder zu spät. Oh, komm doch mal hier in den Kombo-Schwung rein, ja. So, den Elite-Assassinen haben wir also auch. So gestärkt und gespeichert haben wir ja jetzt. Ach, das sind die Funken, die immer so rumglühen und funkeln. Oh! Ein Render nochmal. Okay, ja. Aber trotzdem, wenn jemand irgendwie gucken kommt, dann gucke ich doch lieber vorher. Okay, hier ist noch alles okay. So, da ist zum Beispiel hier ein Chumphok. Okay, dann kann ich ja da rein. Denn Chumphok da nämlich... Warte mal. Abgespeichert habe ich hier zum Glück. Das ist doch kacke. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Ah, die schlafen tatsächlich alle. Okay. Wie viele sind denn hier drin? Oh, der wacht auf. Obwohl ich... Mist. Zum Glück hat er seine Armbrust in der Hand. Dann konnte er mich nicht natzen. Uiuiui. Okay, hat er einigermaßen was dabei gehabt. Okay, dann machen wir nochmal einen Schleichversuch. Und zwar, da ist ja der Assassine da drin. Der da so liegt. Der ist nämlich nicht aufgewacht. Der wird wohl ein bisschen besseren Schlaf haben, denke ich mal. So, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Hallo? Scheint zu klappen. Oh, hier sind Sachen am Liegen. Waffenbündel oder ist das Flavor? Das ist ein Waffenbündel. Nix hier. Ist da noch was? Erzbrocken? Okay. Gehen wir mal hier an die Truhe. Ohne ran. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, alles klar. Wer hat denn jetzt den Schlüssel? Buchkommode. Zange für die Rune. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Kloppt es aber auch. Oh, ich dachte, es wäre jemand hinter mir. Da haben wir hier so eine Belia-Statue. Soweit ich weiß, habe ich sie alle schon durch. Elite-Assassine. Ja, jetzt bin ich gar nicht... Jetzt bin ich ein bisschen überfragt und weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Weil das ist ja die einzige Truhe und soweit ich weiß, ist hier Tartaron.
Er wacht nicht auf, okay. So, das war jetzt mal ein Meuchelmord. Okay. So, das hat wohl jemand mitgekriegt? Wer hat das denn mitgekriegt? Oh, ich kann hier wieder ein bisschen was machen. Ja, ja. Vielleicht hat er jetzt da den Schlüssel gehabt, aber... Ohne nee. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Shit. Sonst wollen wir mal gucken, wer hier noch ist. Da ist ein Assassine. Gucken, was da los ist. Da hat er auch im Erdgeschoss. So, ich habe mal gerade auf der Karte geguckt, ob ich richtig bin. Nee. Also Tataron ist weiter da unten. Im Erdgeschoss. Also auf meinen Aufzeichnungen. Und ich war ja hier drin. Oh! Oh Mann, geh doch aus dieser blöden Schleichhaltung raus. Da bin ich wieder zu lahm. Wow, und ohne Vorwarnung. Mann, nochmal, nochmal. Okay, kann ich jetzt mir hier verstecken und nochmal was essen. Also entweder war das da hinten irgendwo. Muss ich mal eben gleich mal meinen Finger auf der Schleichtaste habe. Also normalerweise wäre hier in der Gegend. Okay. Aber das ist doch das Hotel hier. Da habe ich doch schon alle Truhen auf. Kann es doch nicht sein. Nee, 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 nee. Oder? Oder hier gab es noch Truhen, die ich vor 20 Monaten nicht öffnen konnte. Eberl, okay. Speichern. Naja, auf jeden Fall ist hier jede Menge Blut gut. Alles Münzen. So. Schau ich mal, ob ich... Hier liegt noch ein Waffenbündel. Aha. Aber hier 200 Volt, auch schön. Bleib bitte im Schleichmodus. Psst, macht jemand, ich weiß nicht. Nochmal 250. So, das ist Bahal. Nicht Bebal. Den lassen wir erstmal in Frieden. Ich hätte ihn ja... Ja, aber weil er einen Namen hat. Deswegen lasse ich ihn erstmal in Frieden. Wie schon gesagt, meine Prämisse ist der Schlüssel zum Passtor. Nicht zum Passtor, der betet, sondern zum Tor des Passes. So, und ich soll hier irgendwo in dem Haus, ja, im Erdgeschoss. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich denn hier richtig bin, kartentechnisch. Weil ich habe das ja alles... hier Ase Cards. Diesmal weiß ich, wo das ist. Genau, richtig. Aha, nee, 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 nee. Ich muss das Haus darüber und dann rechts davon muss ich rein.
bin ich wieder aus dem Schleichmodus. Aber da komme ich ja nicht hin. Ah, doch. Moment. Oh, jetzt macht er das wieder. Ja, mit Uga hab ich Probleme. Mit Uga hab ich Probleme. Jetzt ist er leise geworden. Irgendeinen habe ich geweckt. So, ich laufe jetzt direkt da drauf zu, wo er sein soll. Aber da war ich, bin ich ja sowieso hier wieder völlig. Also echt. Ah, seht es mir nach. Da hinten sind die Assassinen. Mhm. Super klasse. Ja. Hier oben drüber, aber das ist ja nicht Erdgeschoss. Da meint der da unten. Gucken. Speichern. Oh Gott. Alles klar. Und wieder was im Popo gekriegt hier. Alarm! Shit. Oh, 1, 2, 3. Ne, 2. Aber die trauen sich noch nicht so richtig ran an mich. Ah, toll. Das wird wieder nix. Was zum Geier soll ich machen? Gucken, vielleicht kommen sie dann an. Nee. Moment, den einen hier. Hallo. Nee, den anderen, den rechts dann. Oder kriege ich den schon? Sehe ich irgendwie nicht. Okay, da ist ein Assassinen. Anderen kann ich leider nicht an. Anvisieren doch jetzt. Gut. Okay, ein Stupser. Wer ist jetzt wieder der Erste? Er ist der Erste. Gut. So. Hm. Hallöchen. Wie wär's mal? Ja, jetzt. So. Auf ihn. Jetzt endlich. Mein Gott. Endlich. Super, okay, dann sind die auch schon mal außer Gefecht gesetzt. Okay. Na, warte mal. Gehen wir mal hier vorne noch hin. Und gucken mal, was wir hier vorfinden. Weil hier war ja auch immer ein Ork. Hier ist niemand. Jedenfalls hier. Oh, ich dachte schon. Doch, da ist jemand am Schlafen. Das ist Turan. Und zwei und Gero. Und zwei Truhen. Okay. Dann versuchen wir mal hier die Truhen zu öffnen. Nichts drin. Habe ich wohl schon gemacht. Aha. Oh, jede Menge Sachen. Also das ist Kohle. Okay, dann lassen wir euch auch mal in Frieden. Was macht dann jetzt? Way of cooking. Wegnehmen? Nein. Okay, jetzt gehen wir mal in den Keller. Gucken wir erstmal die Geschichten ab, die ich noch nicht hatte. So, hier ist niemand mehr. Aber ich kann mich erinnern, da war doch noch irgendwie auch ein Schlüssel notwendig. Oder ich vertäusche mich hier. Ansonsten sehe ich das hier als Reorientierung.
Okay, hier komme ich rein. Oder ich war hier schon. Sieht aus, als wäre ich hier schon gewesen, weil hier sind Schalter, hier Truhen sind. Fangen wir erstmal mit dir an. Ich denke mal, du bist schon offen. Genau, also nichts drin. Ich kann jetzt nicht alle meine alten Folgen nochmal durchgucken, um zu gucken. Deswegen muss ich mich hier leider nochmal neu orientieren. Aber die Situation ist ja schließlich auch neu. Für mich, ja, seht ihr? Ahahaha. Das sieht so aus, als wäre ich da unten schon gewesen. Weil das Hebelchen offen ist. Ja, da komme ich in die Katakomben rein. Ahahaha. Ja, okay. Hier wäre ich wohl völlig falsch. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ah, da war ein Schlüssel vonnöten. Oder ist ein Schlüssel vonnöten. Gut. Haben wir das auch nochmal erklärt. Aufmerken, Mickey, du musst hier nochmal rein. Wie spät haben wir es mittlerweile? 5.43 Uhr, das wird jetzt ein bisschen knappinger. Sollte ich einfach nochmal bis nachts schlafen, weil das wieder hier ziemlich... Na, okay. Dann, wo ich noch nicht war... Da werde ich mal hier gucken. Na, Schubidu, da ist doch wieder einer. Das war auch nur ein Assassine. Okay. Ja, währenddessen habe ich nochmal all die Lederbeutel ausgepackt, die wo noch nicht geöffnet waren. Das waren insgesamt 500. Goldstücke. Aha. So, jetzt wird das zeitlich ein bisschen knapp, denke ich mal. Aber ich kann ja hier schon mal gucken. Ah ja, Assassinenschwerter. Gespeichert habe ich ja. Hier geht es nicht. Da haben wir noch ein bisschen was zu futtern. Fischsuppe, Käse, Wein, Wurst. So, ich kann mir natürlich auch... Das ist Torres. Ja, natürlich ist das Torres. Tataron ist ja woanders gewesen. So, was kriegen wir denn bei Torres zu finden? Oha. Kuh auf Anhieb. Schwere Armbrust, Gold und Getränke. Dann lassen wir Torres mal in Ruhe. Irgendwo muss es doch noch was geben. So, hab ich hier was vergessen? Nein, das ist nicht zu looten. Menno, Menno, Menno. Oh! Das sind fiese Baggerluten, diese Assassine. Das waren schon immer Baggerluten, waren das. Von wo hast du denn geschossen? Ach da, gleich ums Eck. Okay. Gibt's dann? Nee, gibt's leider nicht. Okay, jetzt kommt er ums Eck. Okay, das war gut. Beschädigter Rundschild, Assassine. Okidoki, speichern. Gucken wir mal, wie spät wir es haben. Ja, 6.47 Uhr schon. Wollte noch mal zeigen, wo Tataron sich aufhält, hier auf meinen Notizen. Gucken wir mal. Und zwar die Nummer 16, da, wenn man das erkennen kann. Ne, da war ich ja auch, aber Mist. Ja, dann gehe ich mal schleunigst irgendwo hin, wo ich dann geplant schlafen kann. Das war aber hier nicht der Fall. Wo könnte das wohl sein? Nee, hier war doch einer, ne? Ja, da war einer. Geplant schlafen. Wo kann ich jetzt hier geplant schlafen?
abbrechen. Raus hier, verdammt. Oh. Wer war das? Ja, mach, dass du wegkommst. Ach, der Schmiedsche war das. Wo willst du hin? Okay. Huran, okay. Ja, das ist blöd. Oh, die habe ich noch gar nicht gelootet hier, die Assassinen. Alarm! Ja, okay. Ah, bleib ich hängen! Ja, jetzt sind sie alle wieder wach. So ein Mist aber auch. Bam. Ja, Alarm. Toll. Alarm! Okay, dann werden wir mal hier mal ausharren. Kommen die denn nach? Damit ich mal was essen kann, trinken. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, wieder auf dem Ziegenfellsack hier mal die Stunden zu überbrücken, bis wieder Mitternacht ist. Dann melde ich mich. 23.12 Uhr. Gut, okay. Oh, das ist ja clever gemacht. Hier kommt man nicht rüber. Ja, dann gucke ich noch mal rum, ob da irgendwie was noch steht. Dessen rödelt. Oh, 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 oh. Okay, die sind noch nicht zu Bette gegangen. Das wird wahrscheinlich um Mitternacht passieren. Die labern nämlich. Die labern. Was labern die denn da? Das ist Joachim. Und wer ist das andere? Und Torres, ja. Okay, dann warte ich mal die Zeit, bis, das ist ja nicht mehr lange, bis sie zu Ende gequatscht haben. So, 23.59 Uhr haben wir. Ja. Okay, Joachim, mal eben gucken, wo der hin will. Noch wach. Oh. Gehen jetzt alle zu Bette. Alle gehen sie jetzt zu Bette. Nur er, Torres, der weiß nicht, wo er hin will. Der hat sein Bett noch nicht gefunden. Wahrscheinlich ist er blind und muss sich erstmal da vortasten. Das kann ja auch alles sein. Okay. Shit. Was ein Gewirr und Gewahr. Wer bist du? Hä? Meine dich hier da hinten. Also viel Reichweite habe ich nicht. Okay. Wird bei Hall sein. So, er hat wohl sein Bett gefunden. So ganz. Ja, da liegt er. Also wie schon gesagt, ich verstehe nicht, warum ich das eine Trüche nicht aufkriege. Jetzt komme ich natürlich in den Bereich rein. Ja, okay, ich bin zu laut, ich weiß. Da unten ist ja auch noch was, aber da war ich doch schon. Los, schleich mal. Verdammt, was ist los? Hey, du, was schleichst du da rum? Hier war ich auch schon. Genau. Zeig mich auch versichert, dann brauche ich die Truhe auch nicht öffnen. Ja, verreckt noch eins. Sorry. Oh, 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 oh. Na, super geil. Alarm! Alarm! Also das ist echt. Ich meinte, dass ich da in dem Haus, in dem richtigen Haus war. Aber die Truhe war leider verschlossen. Ja, auch die ganzen Schlüssel habe ich nochmal alle akribisch durchgesucht in meinem Inventar. Nichts zu finden. Menno, Menno, Menno.
Und nochmal zur Wiederholung, auch der Tipp, ich stehe hier also am nördlichsten und da ist ja Tatorins Haus und da gibt es ein oberes Stockwerk und ein unteres Stockwerk, soweit ich das weiß. Also soweit ich das noch, das kann ja nur das sein. So, mal gucken. Also das hier. So, Aufpasse. Weil hier hat er doch immer auf den Stuhl gehockt. Da ist gar keiner mehr drin. Da sind alle kaputt. So. Und die Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das heißt, ich muss den Tatorin beklauen. Aber wo ist Tatorin? Wenn ich vermute, dass er den Schlüssel bei sich trägt. Das ist auch noch zu untersuchen. Aber wo ist Tartaron? Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Okay, Bahal, das ist ja hier der... Den habe ich ja... Wo haben wir denn den? Wollen wir den mal umnieten eben? Damit der mich nachher nicht... Ach nee, das war der. Nee, das ist jetzt Gero. War das jetzt richtig? Ich habe abgespeichert. So. Okay. Elixier, Apfel, Schinken, Wacholder, alte Münze. Turan. Weg. Muss ich im Schnitt gucken, was ich gemacht habe. Wo ist Bahal? Bahal hat doch noch irgendwo... Ach, der ist natürlich bei sich im... Hotel, soweit ich das noch weiß. Ja, ich guck mal eben, nachdem ich gespeichert habe, mal oben rein. Tja. Mal gucken. Gedeckter Tisch, niemand da. Erstmal so. Das ist ja eine coole Sache. Also, Loot gut ohne Ende. Stopp mal. Goldene Schale. Almanach des... Achso, das hatten wir schon mal gehabt. Almanach des Besessenen. So, Banane, Fischsuppe. Wurstbrot. Wurst. Also, alle schönen Lebensmittelklamotten. Wein aus Varant. Fischsuppe, irgendeine Truhe. Nein. Und trotzdem aufpassen, Obacht machen. Hier ist noch eine Truhe. Die habe ich garantiert noch nicht geöffnet. Weil die haben mich doch damals immer hier rausgeschickt. So. Okay. Okay. Aha, daran. Ah! Was ist denn das jetzt gewesen? Wo kamen die denn plötzlich her? Skelettkämpfer. Mein Gott, da bist du absichtlich so ruhig gewesen? Und auf einmal werden hier die Skelettkämpfer... Oh, da ist noch einer. Na, komm her. Okay. Gut, dass ich nicht so viel an Schaden genommen habe. Okay, dann werde ich mal ganz schnell noch mal was essen. Und den hinteren Raum untersuchen. Also den hinteren, den hier rechts von mir. Da liegt nichts oben drauf. Okay. Da schläft einer. So ist er das, den ich denke, dass er ist. Tartaron, da ist sein Schlafgemach. Und wir haben schon leider wieder ein bisschen an der Zeit verloren. So gespeichert habe ich. Machen wir doch einfach mal die Probe aufs Exempel. So.
So, der ist jetzt hin. So. Die Katakomben von Uga, was sind jetzt Torschüsse zum Pass? Tartaron hatte ihn gehabt. Nicht in der Truhe. Ja, die Truhe ist im Erdgeschoss. Nee, also Tartaron hatte den Schlüssel gehabt, liebe Freunde. Okay, vertraue. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. So ist es nun mal. Nein, Alter, das kann mal passieren. Das war wahrscheinlich in der Erstversion oder so. Kann passieren. Also, okay, auf jeden Fall hat er was. Gucken wir nochmal zum Abschluss dieser Folge. Aktuelle Missionen. Da hat sich aber noch irgendwas... Ach hier, die Katakomben von Uga. Um in Uga-Katakomben zu gelangen, benötigt man mehrere Schlüssel. Ich habe jetzt den Schlüssel zu der alten Gruft, die in die alte Gruft führt. Der Abstieg ist im verlassenen Haus. So, das dürften alle Katakombenschlüssel gewesen sein. Jetzt habe ich noch zusätzlich noch Katakombenschlüssel bekommen. Und ich habe gesehen, noch ganz schnell hinten links in der Aufzählung, dass ich den Schlüssel zum Pass habe. Okay, Haare richten und Tschüss sagen. Danke für euer Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ne? Gebt einen Daumen, einen Kommentar bei Odyssey, wäre vom Vorteil. No? Okay, bis dahin und ich freue mich auf die nächste Folge und wie es weitergeht. Macht's gut, tschüss.